Hallo, ich wurde in einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht, dass meine 4x4 Sandtür auf Minecraft 1.0 nicht mehr funktioniert, weil die Schaltung funktioniert halt einfach nicht mehr. Und da habe ich mich dran gemacht, die Schaltung so zu modifizieren, dass sie wieder funktioniert, wie man hier sehen kann. Und in diesem Video will ich halt zeigen, wie ich das gemacht habe. Und ihr seht hier auch schon meine Aufnahme, das Ergebnis meiner Aufnahme von gerade. Denn ich habe dieses Video gerade schon mal aufgenommen. Allerdings habe ich dabei vergessen, den Mikrofonsound anzuschalten. Und deswegen mache ich das Ganze nochmal. So sieht das jedenfalls am Ende aus, wenn es fertig ist. Und dann fange ich mal wieder an. Wie immer mit dem Exor Gate. Baue es jetzt einfach mal direkt hinnehmen. Stört ja niemanden. So. Ah, ein bisschen langsamer. Das ist ja schon bekannt. Steht auch so im Wiki. Ich benutze das immer so. Es funktioniert einfach am besten, finde ich. So. Und damit haben wir schon mal das Extra Gate für die zwei Hebel nachher. Jetzt kommt wie immer die Schaltung, die dafür sorgt, dass die Pistons alle vernünftig hochfahren. Da brauche ich ein bisschen mehr blaue Wolle für. So. Dieser Teil hier ist ja noch aus meiner alten Beschreibung bekannt. Da kommen jetzt wieder drei Pistons hin mit maximalem Delay. Das hier kommt weg. Und der Rest mit Redstone. Der Unterschied zu der alten Steuerung ist, dass ich jetzt hier noch einen Block mit Redstone dran habe. Der ist allerdings nötig, damit das auch nachher auf 1.0 funktioniert. Also, ja. Und dann die zweite, dritte und vierte Ebene sind wieder genauso wie bei der anderen Schaltung. Ich brauche noch mehr. Oh, da oben ist meine Wolle gelandet. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die zweite Ebene. Oh, das ist ein zu weit. Die Pistons in der zweiten Ebene haben ja zusammen insgesamt 4 Ticks weniger. Die hier unten haben 12 Ticks insgesamt. Das heißt, die hier bekommen 8. 2, 4, 6, 7, 8. Und der Rest wird wieder mit Redstone ausgelegt, welchen ich gerade nicht mehr habe. Aber da ist er ja. So. Dann mal eben wieder Tag machen. Sieht schöner aus. Und die nächste Ebene. So. Diesmal haben die Pistons zusammen wieder 4 Ticks weniger als die Ebene drunter. Das heißt insgesamt 4. 1, 2, 3, 4. Rest wieder mit Redstone auslegen. Und die letzte Ebene. Die hat bekanntlich gar keine Ticks. Genau. So, dann kommen die Pistons wieder dran. Die 16 Stück, die man braucht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann kommen jetzt wieder 5 Reihen Sand da drauf. 4 für die Tür und eine zum Füllen, damit die Schaltung auch komplett unterm Boden ist. 3, 4, 5 sollte ich jetzt haben. 1, 2, 3, 4, 5 passt. So, das ist ja aus den alten Schaltungen von mir, sag ich mal, noch bekannt. Zum Hochfahren der Pistons. Und jetzt kommen halt die Änderungen, die dafür sorgen, dass es auch auf 1.0 funktioniert. Jetzt mache ich erstmal einen Repeater hin. Und baue so etwas dahin. So, diese kleine Konstruktion, die sorgt dafür, dass diese Redstone-Torch kurz angeht, wenn das Signal ausgeht. Das ist dafür gut, dass diese Pistons, die können ja immer nur eine Piston runterziehen, weil es sind ja Sticky-Pistons. Das heißt, und durch diese Schaltung gehen die von oben nach unten aus. Das heißt, zuerst geht die Reihe aus, dann geht die hier aus und zieht die oberen damit runter. Dann geht die Reihe aus und zieht die hier mit, aber die hier nicht mehr.
Und dann geht die letzte Reihe aus und zieht die hier mit. Und die hier aber nicht mehr. Die natürlich auch nicht. Regen ist eben angegangen, eben ausmachen. Und das kann ich jetzt auch mal eben kurz zeigen. So. Dann passiert nämlich das hier. Damit jetzt alle Pistons vernünftig runtergezogen werden, muss ich jetzt erstmal diese Reihe hier nochmal ansprechen, ganz kurz. Danach muss ich diese Reihe kurz ansprechen. Und danach muss ich die Reihe dazwischen kurz ansprechen. Denn dann ziehen die hier erstmal die einen runter. Dann werden die einen runtergezogen. Und die, die schon einen runtergezogen sind, kommen dann noch einen runtergezogen. Das Ganze ist komplett zusammengepackt. Und dieses kurze Signal, was kurz einmal die Reihen alle anspricht, kommt halt von dieser Redstone-Kerze. So. Das bedeutet, zuerst muss diese Reihe hier oben angesprochen werden. Und das mache ich jetzt auch mal, indem ich Blöcke daneben setze. Und ein Signal da hochleite. So. Die überschüssigen Blöcke natürlich wegmachen. Die Schaltung und alles soll ja so klein wie möglich sein. So. Hatten wir ja gesagt, die hier sollen zuerst angesprochen werden, deswegen kommt da kein Delay rein. So, wenn die jetzt die hier runtergezogen haben, dann sollen die hier unten angesprochen werden. Das bedeutet, ich mache hier eine Reihe hin, die dann hiervon angesprochen wird. So, jetzt hatte ich ursprünglich in der Schaltung das mit einem 4-Delay-Repeater gemacht. So, oh, der gehört da nicht hin. Was ja auch eigentlich ziemlich sinnig ist. Allerdings hat das eben nicht funktioniert und es lag daran, dass dieser Repeater auf 4-Delay ist. Was dafür sorgt, dass die zu lang an sind. Das heißt, ich setze den auf 3 Delay anstatt auf 4. Und wichtig ist halt, dass der hier auf 2 ist, auch damit das Signal hier überhaupt richtig ankommt. So, das heißt, jetzt werden erst die hier aktiviert, auf die ich gerade zeige. Und dann die hier. Und jetzt sollen die hier nochmal aktiviert werden, wenn die aber eine Reihe drunter sind. Das bedeutet, ich will diese Redstone-Reihe hier aktivieren. Und das mache ich, indem ich einfach das Signal hiervon abzapfe und da Repeater mit insgesamt 8 Delay rein packe, damit die dann als letztes aktiviert werden. So, dann mache ich hier noch einen Block drüber, damit die Redstone-Leitungen sich nicht vermischen. Und das war schon. Die Schaltung ist auch etwas kleiner als die von der Tür, die auch auf 1.8 funktionierte. Aber das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Das gucke ich mal. Ausfahren funktioniert ja eh immer. Dann das Einfahren. Funktioniert wunderbar. Dann mache ich jetzt wie immer noch den Boden und da drum, weil es gehört sich so. So kann ich weiter bauen. Oder auch nicht. Egal, was soll's. So. Oh. Das. Dann noch zwei rein. So, bin gleich fertig. Hey, passt ziemlich genau vom Platz her. War keine Absicht, ist aber schön. So, dann muss ich jetzt noch natürlich die zwei Hebel reinstellen zum Steuern. Ein hier, ein hier. Müsst ihr euch wie bei all meinen Sandtüren vorstellen, dass dieses Glas hier jetzt der Boden ist und die komplette Schaltung unterirdisch ist. Das ist auch so ziemlich das einzig Besondere an dieser Tür, dass halt bis auf diese beiden Hebel die Schaltung wirklich komplett unsichtbar ist, weil sie einfach unter der Erde ist. So, die beiden Hebel führe ich jetzt zu dem XOR Gate. Oh, das Sand wollte ich nicht da wegnehmen.
Ja, das mache ich mal so. Aus irgendeinem... Ach, ich wollte schon sagen. Aus irgendeinem Grund war das gerade länger als bei der Schaltung drüben, was mich ziemlich verwundert hat. Aber habe ich ja gerade gesehen, woran das lag. So passt das Ganze wunderbar. Kommt hier mal wieder Redstone drauf. Dann hier wieder zwei Repeater, damit das Signal lang genug ist und auch nicht gestört wird. Das hier kann wieder weg. So, und dann noch das Signal auf der anderen Seite. So, wieder Redstone drauf, Signal mit dem Repeater verlängern, aus dem Creative Mode raus, damit ich nicht wieder alles kaputt mache. Ah, verdammt. Wunderbar, so. Und das sollte es jetzt gewesen sein, einmal ausprobieren. Tür geht wunderbar auf, was ja der schwerste Teil ist. Und geht wunderbar zu und lässt sich auch von beiden Seiten steuern. Ja, ich hoffe mal, es hat geholfen, große Türen für Minecraft 1.0 zu bauen. Viel Spaß damit!